Smaragdgrün. Das Zeitreiseabenteuer geht weiter. Und dabei dürfen wir Gwendolyn und Gideon wieder bei ihrer Mission durch die Jahrhunderte begleiten. Doch um die Pläne des Grafen von Saint-Germain zu vereiteln, müssen die beiden zusammenarbeiten. Allerdings hat Gwendolyn damit zunächst ein Problem. Sie ist natürlich immer noch extrem verliebt und sie möchte auch gern mit ihm zusammen sein. Allerdings ist ihr Vertrauen einfach gebrochen und sie hat Angst, dass ihr Herz noch weiter zerspringt, als das sowieso schon ist. Und sie ist sehr, sehr traurig. Es geht ihr einfach nicht gut am Anfang. Deshalb ist Gideon ziemlich verzweifelt, denn er macht eine Entdeckung über das Schicksal des Rubins, die er Gwendolyn unbedingt mitteilen möchte. Aber nicht nur das, denn in ihm geht so einiges vor. Du bist ein Superheld, sie ist ein Superheld. Du stehst auf sie, sie steht auf dich. Was ist denn das Problem? Liebe natürlich erstmal und aber dann auch ganz viel Wut und Verzweiflung oft, weil er mit ihr nicht klarkommt und mit ihrer Art. Aber letztendlich bedingungslose Liebe, glaube ich, so und kompromisslose Bindung zu ihr. Doch Gwendolyn ist nicht nur wegen Gideons Entdeckung in Gefahr, sondern auch weil Charlotte der Loge verraten hat, dass sie im Besitz eines Chronographen sein soll. Und das aus purer Eifersucht. Ich habe natürlich auch eifersüchtige Züge, die hat jeder, ne? Aber mittlerweile lasse ich mich davon gar nicht mehr so sehr beirren. Ich versuche mich einfach immer wieder wirklich, es klingt so abgedroschen, aber es stimmt tatsächlich, immer wieder auf mich selbst zu besinnen und auf den Punkt, in dem ich jetzt bin in meinem Leben und auf das, was ich habe im Leben erreicht habe. Darum flüchtet sie mit der Zeitmaschine zu ihren Eltern Lucy und Paul und lernt dort von ihrem Vater, wie man sich richtig verteidigt. Ich habe Stunttraining gehabt, anfangs schon bevor wir angefangen haben zu drehen. Und da haben wir verschiedene Choreografien ausgearbeitet mit unseren Stuntleuten und ein bisschen trainiert und versucht herauszufinden, was ich gut kann oder was ich eben nicht so gut kann. Maria macht das so toll. Es gibt wirklich so eine Passage im Drehbuch, die ich gelesen habe und wo ich mich schon so drauf gefreut habe und die wirklich gut geworden ist auch. Gibt es ja ganz oft in so Actionfilmen oder in allen möglichen Arten von Filmen, dass dann so ein Lied drüber liegt und dann zeigt man, wie eine Person sich in einer gewissen Zeit weiterentwickelt und es gibt so aneinander geschnittene Szenen und da in diesem Fall lernt eben Gwendolyn kämpfen und ich finde, das ist unglaublich gut geworden, das hat sie total gut gemacht. Fähigkeiten, die sie schon bald brauchen wird, denn der Graf von Saint-Germain hat Gideon gefangen genommen und möchte für dessen Leben den Chronographen haben. Ihn wieder zu befreien ist allerdings gar nicht so leicht, vor allem wenn man dabei einen hautengen schwarzen Lackanzug tragen muss. Also am Anfang dachte ich, es funktioniert überhaupt nicht, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann mich nicht bewegen und ich dachte bei jeder Bewegung, der platzt gleich. Im Speziellen ging es uns darum, die Hauptfigur Gwendolyn einfach zu einer starken Heldin zu machen, die am Ende halt um ihre Liebe und um die Rettung der Welt kämpft und das sehr aktiv tut. Aber Maria Erich war nicht die Einzige, die für die Rolle die anstrengenden Choreografien erlernen musste. Denn auch Laura Berlin alias Charlotte wurde davon nicht verschont. Ich fand es super cool, weil es einem so eine ziemlich coole Energie gegeben hat. Ne? Macht man ja sonst nicht. Also als Mädchen habe ich mal jemandem was auf die Nase gehauen. Das ist jetzt eine ganz neue Erfahrung. Das hat irgendwie, darf man sagen, aber es hat gefetzt. Dafür konnte es diesmal Janis etwas ruhiger angehen lassen. Traurig war er darüber aber nicht und hat Maria gerne den Vortritt gelassen. Es hat mir natürlich schon gefehlt, hätte ich gerne noch mehr gemacht. Aber es ist gut für die Geschichte. Also, und vor allem für Maria. Und dabei durfte Maria Erich natürlich wieder die prunkvollen Kleider aus dem 18. Jahrhundert tragen. Das sind wieder großartige Rokoko-Kostüme, große Roben. Wir sind aber auch in anderen Jahrhunderten und daran orientieren sich auch die Kostüme. Und wir haben diesmal die Epochen so ein bisschen aufeinandertreffen lassen, nämlich dass sie auch mit einem modernen Kostüm in die Vergangenheit reist und damit so ein bisschen diesen Zeitreiseaspekt noch mehr in den Vordergrund gestellt, um damit zu spielen. Doch die barocken Kostüme haben die Bewegungsfreiheit auch enorm eingeschränkt. Einen bleibenden Eindruck haben deshalb andere Jahrhunderte hinterlassen. Barock werde ich nicht vermissen, wegen den Strumpfhosen, die waren. Also, nee.
Und ich hätte gerne mehr 1912 gespielt. Irgendwie fand ich das cool. Die 20er Jahre, dann 18. 19. Jahrhundert so. Und vielleicht mal 50er Jahre. Und das ist dann schon, also das hat unglaublich viel Spaß gemacht, alles. Spaß, den das Kinopublikum mit Sicherheit ebenfalls haben wird. Denn bei Smaragdgrün dürfen wir uns auch auf ein Wiedersehen mit vielen skurrilen Figuren aus den ersten beiden Teilen freuen. Außerdem werden wir diesmal wohl endlich erfahren, ob die Geschichte für Gwendolyn und Gideon gut ausgeht. Wenn man die ersten beiden Teile gesehen hat, Rubinrot und Saphirblau, dann sollte man das auf jeden Fall nicht verpassen, weil es natürlich der Abschluss ist. Viele Geheimnisse werden gelüftet. Und ich glaube, den kann man sich gut angucken. Smaragdgrün, jetzt im Kino.